persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Ich bin katholisch aufgewachsen. Wie hat dich das beeinflusst in den Kindern? Es beeinflusst mich eigentlich heute mehr, dass ich meine Kinder wieder katholisch getauft habe. Nicht, weil ich einverstanden wäre mit Rom, der Kurie und all den bösen Geschichten, die man gehört, sondern weil ich den Ansatz mag, dass das eine Kirche ist für Analphabeten. Das meine ich jetzt nicht böse. Sondern es geht ja darum, dass man in einer katholischen Kirche nicht lesen muss, damit man all die Geschichten an der Wand verfolgen kann, die bildlich sind. Und das regt die Fantasie an. Und ich finde das etwas Gutes, wenn man die Gleichnisse nicht nur über das Wort vermittelt bekommt, sondern eben auch über das Bild. Und das hat mich als Kind immer fasziniert, die Kirche, alles, was dort rumhängt. Ich finde eben auch, was man als Kind dann lernt von der katholischen Kirche, also wie man sich verhalten soll. Abgesehen von der Institution, aber einfach so das Grundgerüst an menschlichem, christlichem Verhalten. Das kommt so Nächstenliebe. Ja, das kommt man gut über mit dort. Und es wird einem auf eine Art und Weise vermittelt, wo ich finde, das gebe ich an meine Kinder weiter. Und dann war natürlich der Punk etwas, das wirklich den ganzen Kontinent überflutet hat, also ganz Europa. Und meiner Generation ganz klar gesagt hat, hey, geh raus und mach. Und mach zuerst. Du musst nicht fragen, kann ich Gitarre spielen, sondern nimm sie die Finger und spiel. Mir ist halt mehr beim Filmen dann losgegangen mit meinem Machen. Aber dass man etwas lernen kann, indem man es einfach macht und dass man das Vertrauen darauf hat, dass es dann schon gut kommt, wenn man es nur genug gut macht und mit dem ganzen Herz macht, das ist Punk. Ja. Du, das ist dumm gelaufen. Eine Co-Produzentin, die abgesprungen ist trotz Vertrag. Und dann hat viel Geld gefehlt, ein Produzent, der damals seine Sachen nicht richtig gemacht hat. Ich, der auch nicht allen auf die Finger geschaut habe, wie ich hätte sollen, hat dazu geführt, dass ein Stopp gekommen ist. Und in dem Moment, wo du einen Film stoppst, alle Gelder, die du zugesprochen hast, oder Förderer, oder, die dann kommen, die werden blockiert. Das musst du allen beweisen, dass alles in Ordnung ist. Und dann ist zum Glück der Bernhard Burgen gekommen und hat das ganze Ding aufgeräumt und eine Zukunft erschaffen für uns. Und der Film ist wegen dem ins Kino gekommen und konnte raus. Und auf den bin ich immer noch extrem stolz, auf den Sennetonsch. Ja. In dem Moment, wenn du noch Papi wirst, dann hast du natürlich plötzlich Sorge, oh, ich komme jetzt zu einer Familie. Oder? Ja. Sorgen auch. Ja, ja, und eine Familie mit einer Million Schulden ist nicht lustig. Und darum bin ich froh, dass die Zeit vorbei ist und dass der Film rausgekommen ist und dass wir das können, gut abschliessen, das Kapitel. Und das war wirklich das dunkelste Kapitel in meiner Karriere. Ja. So etwas wünschst du niemandem und hoffst nie, dass es dir passiert. Aber es ist natürlich auch immer das Restrisiko vom Filmemacher. Nein, ich habe überhaupt keinen Sport mehr gemacht zwischen 30 und 40. Und bin dann Papi geworden, das erste Mal vom Dean. Und dann habe ich mir überlegt, dass, wenn der 10 ist, ich entweder der Goalie bin, zwar in Form von dem, der im Rollstuhl sitzt, und so einen Goalposten anstellen, oder ob ich mitschute. Und dann gefunden, ich dann mitschute. Das ist dann einfach so das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe noch früher schon mal Box gehabt, in den 20ern, und habe das immer gerne gemacht. Ich finde es ein super Sport. Einfach. Was sicher mein Hauptjob ist, wo ich muss sensibel sein muss, ist das Gefühl von Menschen. Und zwar generierte Gefühle, also nicht Originalgefühl. Der Schauspieler spielt ja das Gefühl. Das heisst, die Außenwirkung oder die Energie ist irgendwie, sollte die Realität abbilden, ist sie aber nicht, ist, wo er als Instrument mit seinem Körper hervorruft. Oder? Und in diesem Moment ist schon eine Sensibilität von mir gefragt, um zu sehen, ob der Schauspieler das richtig macht oder ob es dort trifft. Und dann muss ich mit dem Schauspieler auch einen Weg finden, wenn wir noch nicht am Ort sind, um herauszufinden, wie gehen wir dort hin. Und das ist vermutlich das Schwierigste an meinem Job und auch das Schönste. Dann etwas ganz Herziges. Er hat hier ein wunderschönes Grübli da unten. Das ist nicht so wenig. Es gibt drei Phasen. Betupft sein, beleidigt sein oder Mimose. Ich finde, wenn man sich äußert zu etwas, zu einem Fachgebiet, dann sollte man eine gewisse Art von Recherche gemacht und ein gewisses Verständnis davon haben. Und so soll man es nicht sagen. Ich bin nur dann beleidigt, wenn ich merke, dass Dilettantentum um sich greift.
Mhm. Ich spiele natürlich manchmal damit. Oder? Wenn ich einen Miss am Sacker Premiere gehe, ich laufe normalerweise nicht mit rosa-roten John Galliano-Shirts um. Glaube ich dir. Ja, aber eine Premiere, das gehört irgendwie dazu. Das stimmt, ich exprimiere mich dann mit dem, was ich mache, vielleicht stellvertretend für das, was ich mache, gern. Also dann bin ich ein bisschen Showman, sonst nicht. Sonst fand ich es wirklich gern, wie der Herr gesagt hat, trinke ich lieber das Guinness. Ja. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi Mailand. Ein Hauch italienischer Eleganz.